Willkommen zum nächsten Video von Dreinigkeit einfach erklärt. Heute Beginn einer neuen Serie, nämlich TikToks für die Trinität, TTT. Und wir wollen ja, darauf eingehen, mal gucken, was so da unterwegs ist, weil da sind viele Videos, die, wenn man sie mit der Schrift vergleicht, ziemlich quatschig sind. Und wir die prüfen dürfen anhand der Schrift, denn am Ende des Tages muss es darum gehen, auch Lügen aufzudecken. Vor allen Dingen, wenn Leute teilweise auch einfach nicht wissen, dass sie in Lügen unterwegs sind. Und wir beginnen mit einem Kommentar von Kari474. Amen, Halleluja, gepriesen sei der Herr, unser Gott, Jesus Christus in Ewigkeit. Als ich das gelesen habe, konnte ich nicht anders, als was dazu zu sagen und habe einfach die Bibel zitiert, weil das hat sie nicht gemacht. 2. Korinther 1, Vers 3, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das, was du geschrieben hast, steht so nicht in der Schrift. Ja, und dieser gerade Lobpreis und Anbetung, ja, das ist etwas, das gebührt jemandem. Und Jesus gebührt, dass der Vater die wahren Anbeter sucht in Johannes 4. Und habe dann eben gesagt, das steht nicht in der Schrift. Und die Antwort darauf war, Jesus ist für Christen gleichzeitig Gott, Gottes Sohn und der Heilige Geist, der dreieinige Gott. Und dann hat man da nicht viele Worte für. Statt Worte, die ich dann sage, werde ich einfach zitieren. Halleluja, gepriesen sei der Herr, unser Gott, Jesus Christus in Ewigkeit. Oder Römer 16, 27, ihm, dem einzigen und weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir sehen also, ihm, dem einzigen und weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre. Wer ist der einzige und weise Gott? Gern nachlesen, was da so steht. Ja, das ist auf den Vater bezogen. Genau wie in Judas 1, 25, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus, auch hier durch Jesus Christus, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Auch hier sehen wir nicht das, was sie schreibt, sondern dass dem Vater Ehre gebührt. Auch das bezieht sich auf den Vater. Und dann gehen wir einfach mal einen Schritt weiter und wollen ihre Antwort mit der Schrift vergleichen. Gott, Gottes Sohn, der Heilige Geist sind alle Jesus. Die Schrift sagt, 2. Johannes 1, Vers 3, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, Gott ist also der Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in der Wahrheit und in der Liebe. Denn Jesus Gott ist und Jesus Christus auch der Sohn, dann haben wir, wenn wir das einsetzen, Friede von Gott, der Jesus ist, und von Jesus Christus, der Sohn von Jesus ist, sei mit uns in der Wahrheit und der Liebe. Dass dann normal denkende Menschen von Christen behaupten, sie haben irgendwas an der Waffel, ist nachvollziehbar. Bedauerlicherweise prüfen viele Leute, die sagen, ah, die Christen sind bescheuert, auch nicht, was in der Schrift steht, sondern sagen einfach, Christen sind bescheuert aufgrund ihrer Aussagen. Aber wenn ich dann sowas lese und mir dann vorstelle, die Person spricht mit jemandem über das Evangelium, spricht mit jemandem über den Glauben, vielleicht jemand, der auf der Suche ist, weil ich in einem anderen Glauben ist und so weiter, da wird keine Vollmacht hinterstecken. Das ist einfach nur falsch. Und ja, mir ist bewusst an all die, das wieder kommentieren wollen, das ist nicht die klassische Form der Trinität, aber diese Person glaubt, dass es die Dreieinigkeit ist. Ja, und ich halte von allen Formen der Trinität und Dreieinigkeit nichts, sondern ich halte viel von der Schrift, bevor da wieder irgendwer kommt, du verstehst die Dreieinigkeit nicht. Ja, die Person versteht das so, sie kriegt das so gelehrt und sie akzeptiert es so und sie gibt es so auch in die Welt raus. Und das ist eine Katastrophe. Was so schlimm ist, ist, dass diese Person etwas offenbart. Und deshalb werde ich, wenn das möglich ist, auch ihr das Video zukommen lassen und hoffe, dass ihr das anguckt. Sie hat Gott nicht. Das sage nicht ich, sondern ich lese einfach nur vor und beobachte und kann daraus einen Schluss ziehen. 2. Johannes 1, Vers 9, wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Allein schon der hat beide, ergibt keinen Sinn, wenn Gott und Gottes Sohn der gleiche wären, wenn Vater und Jesus der gleiche wären, was aus ihrer Aussage heraus zu implizieren wäre, weil der Vater hat da überhaupt keine Relevanz. Also denke ich mal, dass der Vater da Gott ist und dementsprechend Jesus auch als der Vater angesehen wird in ihrem Weltbild. Würde keinen Sinn ergeben mit der hat beide, aber das ist eine andere Geschichte. Wir werden jetzt gucken, ob sie in der Lehre des Christus geblieben ist und werden beweisen anhand der Schrift, dass es nicht so ist. Ah ja, vergessen einzublenden. Genau, wer darüber hinausgeht, bleibt nicht in der Lehre des Christus.
wichtig, der hat Gott nicht. Wir gucken also die Lehre des Christus an. Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Setzen wir einfach mal überall da, wo Jesus mit gemeint ist, laut ihr Jesus ein. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Jesus ist oder ob ich aus mir selbst rede. Oder wenn wir in dem Wort von ihm bleiben, ob diese Lehre von mir ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir uns nicht wundern müssen, dass uns andere Leute für bescheuert halten, wenn wir sowas reden. Denn das ist einfach, es hat nichts mit der Schrift zu tun, das hat nichts mit Logik zu tun, nichts mit Ordnung zu tun, und wir haben einen Gott der Ordnung. Und es ist so einfach und so klar. Und da sehen wir, es ist entweder Gott oder Jesus. Das deckt sich mit dem, was er sagt. Das deckt sich mit Johannes 14, Vers 1 zu 100%. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja? Johannes 7, Vers 17. Ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das deckt sich mit der Schrift. Gott oder Jesus. Gott und Jesus. Nicht Gott Vater und Gott Sohn. Gott und Jesus, das ist das, was Jesus gesagt hat. Das ist auch in Johannes 8, 42. Das ist doch so einfach und so klar. Und dann wird ruminterpretiert mit hier und da und sowieso. Ja, wird unbequem zu erklären eines Tages. Ich kann nicht mehr als warnen. Eine weitere Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Johannes 20, Vers 17. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ja, ich fahre auf zu mir selbst. Ja. Zu mir, meinem eigenen Gott, ist halt Quatsch. Ja, man müsste halt mal gucken, was in der Schrift steht. Und mir ist jetzt eine Stelle noch eingefallen, die da auch sehr kraftvoll ist. Und zwar, wenn wir über den Namen Jesu nachdenken. Sie sagt, dass Jesus der dreieinige Gott ist. Ja, kannst du denken, ist aber halt nicht der Schrift gemäß. Und ich möchte es auch zeigen. Weil dann wäre Jesus ja auch der Name Gottes, den Namen, den sie auch anruft. Ja, und ich möchte vorlesen aus Offenbarung 3, Vers 12. Ich kann es nicht einblenden, weil es zu lang ist. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes. Der Name ihres Gottes ist Jesus. So, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel her niederkommt, und von meinem Gott. Und meinen Namen, den neuen. Jesus hat, laut seinen eigenen Worten, einen neuen, einen anderen Namen als der Name von seinem Gott. Ja, wir haben nämlich da, wir schreiben den Namen meines Gottes und meinen Namen, den neuen. Durch das und wird klar, dass das zwei verschiedene Namen sind und er zweimal aufschreibt. Aber man müsste halt bereit sein zu lesen, was in der Schrift steht. Das ist halt unbequem, weil dann müsste man bereit sein, die Lügen, die einem aufgetischt wurden, von eventuell Theologen oder YouTube-Videos oder was auch immer, zu hinterfragen. Und ich möchte nochmal betonen, weil es so einfach ist. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jeder, der was anderes lehrt, ist raus. Ja? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es gibt Leute, die glauben an Gott, aber die glauben nicht an Jesus. Schwierig. Ja, es gibt Leute mittlerweile, wie zum Beispiel sie glauben an Jesus, aber eigentlich nicht an Gott, weil Jesus ist für sie alles, ne, aber Gott kommt da nicht vor in der Gleichung, ja, sondern Jesus gleich Gott, Gottes Sohn und Gottes Geist. Über den Verstand braucht man da nicht zu sprechen, aber da sehen wir, wie schnell man da aus der Lehre rausfällt. Es ist so einfach, Gott und Jesus. Und frag dich selbst, kannst du sagen, ja, ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus? Kannst du das für dich sagen, ohne einen inneren Konflikt zu haben? Weil viele Leute würden sagen, oh, ne, Gott ist Jesus. Ja, in der Schrift steht es so, so klar. Und ich möchte einfach noch zum Abschluss, um der Abstrusität nochmal zu zeigen, wie weit das eigentlich geht, noch Apostelgeschichte 10, 38 vorlesen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltaten alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ich möchte an allen Stellen, wo Jesus mit gemeint ist, laut ihr, einfach mal Jesus einsetzen. Jesus von Nazareth, wie Jesus ihn mit Jesus und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltaten alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Jesus war mit ihm. Jesus war mit Jesus. Jesus hat Jesus mit Jesus gesalbt und mit Kraft gesalbt. Dass man da nicht ernst genommen wird, ist ganz objektiv betrachtet nachvollziehbar. Wenn wir
das eigene Wort nicht kennen und so fernab vom eigenen Wort leben und sprechen und Kommentare schreiben, dann haben wir kein Recht, ernst genommen zu werden. Denn wir sind eine Schande für die Heilige Schrift. Wenn man dann noch sagen würde, ich glaube, ja, ich glaube an das Wort Gottes, ich glaube an die Bibel und ich richte mich darauf aus, dann verliert man so viel Ansehen und man befleckt Wahrheit durch das Verhalten. Und ich hoffe, dass Kari das sieht. Ich hoffe, dass sie sich das anguckt. Ich mahne dich ganz massivst an. Das, was du geschrieben hast, ist abgrundtief gegen die Schrift. Und es mag sein, dass du das glaubst. Und du kannst auch in dem Glauben bleiben, aber leb mit den Konsequenzen. Das, was du tust, ist Irrlehre. Das, was du tust, widerspricht Jesus. Und du glaubst zwar, Jesus zu kennen. Die Frage ist, ob Jesus dich kennen wird. Denn du betest wahrscheinlich, wie du möchtest, zu Jesus, weil er ist dein Gott. Er lehrt, zum Vater zu beten. Und wir lesen in Matthäus 7, dass es Leute gibt, die werden Jesus als Herrn bekennen. Aber Jesus wird zu ihnen sagen, ich habe dich nie gekannt. Lies also nach, was du glaubst. Und lies es nicht nach, indem du googelst, sondern lies in der Heiligen Schrift. Ich empfehle die Apostelgeschichte. Lesen, beten, rausschreiben. Gott, Jesus, Heiliger Geist. Jedes Mal markieren und du wirst merken, was in der Heiligen Schrift steht. Ich sage nicht, hör auf mich. Ich sage, hör auf die Bibel. Nimm dir 3 Farben, ich empfehle. Rot für Gott, grün für Jesus und, weiß nicht, orange für den Heiligen Geist oder sowas. Ja, und markier. Markier Gott, Jesus, Heiliger Geist. Manchmal, in einigen Fällen, wird auch Gott substituiert durch Vater. Darfst du dann auch in der Farbe markieren. Bist du aber nicht zugezwungen. Auch wenn du nur Gott, Jesus und Heiliger Geist markierst, kommst du zu einer gewissen Erkenntnis. Bete darüber und lass dich überraschen, wie perfekt die Schrift ist. Denn das, was du geschrieben hast, war vieles, aber nicht biblisch.